Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Technik-Deal des Tages. Genauer gesagt geht es heute um einen smarten Fitness-Tracker für 23 Euro. Genauer gesagt geht es um den Fitness-Tracker von Yamai. Der kostet standardmäßig 38 Euro. Heute im Deal des Tages bekommt ihr ihn allerdings für 23. Und das ist richtig günstig. Der Yamai Fitness-Tracker ist ein Tracker, den ich schon seit langem selbst im Test habe und von dem ich sehr begeistert bin, denn er liefert tatsächlich sehr, sehr viele Funktionen und man kann ihn schon fast als kleine Smartwatch bezeichnen. Was er alles leistet, das gucken wir uns gleich einmal an. Wie immer habe ich euch natürlich den Link zum Deal einmal in die Infobox vom Video gestellt. Dort gibt es nochmal alle technischen Details und vor allen Dingen nochmal den Hinweis an euch, wenn ihr den Deal wahrnehmen wollt, dann seid definitiv schnell, denn wie immer ist der Deal des Tages natürlich komplett zeitlich begrenzt. Das heißt, nutzt es aus, solange ihr den Fitness-Tracker für 23 Euro bekommt. Der Fitness-Tracker von Yamai ist mittlerweile zum Nummer 1 Bestseller online geworden, was Schrittezähler angeht. Finde ich etwas unterbewertet tatsächlich für das, was das Ding tatsächlich leistet. Denn ihr habt hier nicht nur einen einfachen Fitness-Tracker, der Schritte zählen kann, sondern tatsächlich ein Fitnessgerät, welches unter anderem ein Pulsmesser, ein Schrittezähler, natürlich auch eine Sportuhr und viele, viele weitere interessante Aktivitätstracker in sich vereint. Zunächst einmal, wenn ihr ihn holt, dann kommt er in diesem schlichten Karton und ist zunächst einmal sehr, sehr gut verarbeitet, muss man wirklich sagen. Sehr schöner Fitness-Tracker, besonders das Touch-Display gefällt mir hier sehr gut, weil es groß ist und weil es vor allen Dingen übersichtlich ist. Habe ich bei anderen Low-Budget-Fitness-Trackern leider schon häufiger erlebt, dass das nicht der Fall ist und dass man hier tatsächlich noch nicht mal den Tag ablesen kann oder sonstiges. Hier habt ihr alles auf den einen Blick und der ganze Homescreen ist sehr, sehr gut gestaltet worden. Dann natürlich das Kautschuk-Armband, auch das ist sehr sportlich ausgelegt natürlich. Hier typisch für diesen Fitness-Tracker oder auch für andere Fitness-Tracker im gleichen Design. Natürlich ist das Kautschuk-Armband auf der einen Seite, wenn ihr es abnehmt, mit dem USB-Aufladestecker verbunden. Das heißt, Armband abnehmen, Fitness-Tracker in den USB-Port und so ladet ihr das ganze Ding dann auf. Sehr schnell, sehr schlicht und vor allen Dingen sehr, sehr einfach diese Methodik. Funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut. Im Inneren des Fitness-Trackers habt ihr dann einmal einen integrierten Pulsmesser. Ein Echtzeit-Herzfrequenz-Monitor sorgt dafür, dass ihr tatsächlich sehr gute Daten bekommt, die natürlich auch vergleichbar sind mit anderen Fitness-Watches und hier natürlich perfekt auch als Instrument während dem Workout dienen können. Dann habt ihr insgesamt 4 verschiedene Körperdaten, die ihr jederzeit auf dem Display ablesen könnt. Schrittezähler, Kalorien, die verbrannt worden sind, Kilometer, die gelaufen sind und vor allen Dingen die Zeit ist alles integriert im Homescreen. Also all das, was wichtig ist für einen Fitness-Tracker, findet ihr hier auf einen Blick. Ganz groß auftrumpfen tut dann der Fitness-Tracker, gerade wenn es darum geht, Sport-Presets zu bieten. Er hat hier tatsächlich 10 Presets drin und das ist richtig stark. Habe ich bisher in diesem Niedrigpreissegment wirklich selten erlebt und da ist wirklich alles dabei, vom Wandern, Laufen, Fahrradfahren über Gewicht heben, findet ihr hier wirklich alles und könnt dadurch natürlich den Fitness-Tracker auch perfekt nutzen. Was ebenfalls natürlich geht mit dem Fitness-Tracker ist Schwimmen. Ihr braucht ihn nicht abzuziehen, er ist komplett wasserdicht und dadurch natürlich auch das perfekte Tool für den Wassersport. Insgesamt lässt sich natürlich auch das Smartphone kontrollieren in einer gewissen Art und Weise mit dem Fitness-Tracker und zwar könnt ihr hier die Kamera auslösen, indem ihr den Fitness-Tracker einfach nur drückt. Das heißt, wenn ihr Aufnahmen von euch selber machen wollt, ist das natürlich ein hilfreiches Feature. Andersrum könnt ihr selbstverständlich auf dem Fitness-Tracker einmal eure Nachrichten aktivieren. Das heißt, ihr könnt alle Push-Nachrichten, die ihr auf eurem Smartphone bekommt, auf das Display des Fitness-Trackers übertragen und hiermit wirklich eine sehr, sehr gute Smartwatch-Funktion in den Fitness-Tracker integrieren. Auch eine Schlafüberwachung sorgt letztendlich bei dem Fitness-Tracker dafür, dass noch mehr Smartwatch-Funktionen nachgerüstet worden sind. Und da ist Yamai sowieso sehr gut mit dabei, da auch hier Smartwatches im hauseigenen Segment drin sind,
werden die Funktionen auch immer schön und fleißig auf die Fitness-Tracker geupdatet, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Insgesamt ist der Fitness-Tracker von Yamai meiner Meinung nach der beste Fitness-Tracker, den ich zumindest bisher getestet habe, für 23 Euro. Sehr, sehr günstig. Wie gesagt, 15 Euro günstiger heute im Deal des Tages. Standardmäßig kostet das Ding 38, heute 23 Euro. Von daher nutzt es definitiv aus, wenn ihr auf der Suche seid nach einem günstigen Fitness-Tracker, der aber qualitätstechnisch sehr, sehr weit oben ist, dann ist dieser hier definitiv richtig für euch. Gibt es übrigens noch in anderen Farben, nicht nur in Schwarz, sondern auch in Blau, Grau, Blau, Grün, Lila und Rot erhältlich. Von daher ist auch hier, denke ich, für jeden etwas mit dabei. Wie gesagt, der Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch. Dort nochmal alle technischen Details. Seid schnell, wenn ihr den Deal haben wollt. Bis dahin hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zum Fitness-Tracker, dann gerne einmal alles in die Kommentare schreiben. Wie immer versuche ich natürlich so schnell wie möglich auf eure Kommentare zu antworten, dass ihr noch rechtzeitig diesen Deal wahrnehmen könnt. Und bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne auch ein Abo da lassen, dann verpasst ihr nichts mehr. Jeden Tag in der Woche gibt es alle aktuellen News, Reviews und Tests aus der Smart Home und aus der Technikwelt. Deswegen Abo da lassen lohnt sich definitiv. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bleibt vor allen Dingen smart. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao!